Okay, hier ist das Schild. Ja, hier, das ist jetzt eine kleine Wandsprung-Challenge-Gedödel. Achtung, das Level ist hier nicht, das Level hier ist nicht so einfach. Hier sind zwei Tipps. Erstens, wenn du eine graue Wand siehst, versuche einen Wandsprung daran. Zweitens, drei- und Weitsprünge helfen bei dunkleren Hängen. Viel Glück, Cooper. Ich find's einfach auch genial, wie einfach die Musik ausgegangen ist, einfach so, oh! Hey, Moment, was? Hä, wo muss ich hin? Moment, what? Wo muss ich, what? Wo muss ich überhaupt hin? Okay, ich glaube mal hier nicht. Hier bin ich jetzt hochgesprungen, what? Okay, Moment, jetzt bin ich gerade, Moment. Vielleicht muss ich hier, wir machen jetzt einfach mal den Stern, vielleicht schaffe ich's ja. Okay, hier schon mal nicht. Hier muss ich schon mal nicht hin. Und hier aber auch nicht, weil hier scheint einfach nur das. Okay. Wow, 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 wow. Okay, ich glaube, ich muss hier rüber. Da drüben war nämlich so ein komisches. Ah, wenn ich mal die Kamera gescheit drehen durfte. Hier darüber. Ja, guck! Wow, nein, please! Oh, danke. Gut, das haben wir geschafft. Leute, wir klatschen hier gerade durch. Hier muss ich rüber. Joi. Jawoll. Leute, das ist, ich glaube mal, die Challenge können wir wahrscheinlich schaffen. Also komm schon, das ist ja jetzt echt nicht schwer. Ich sehe nichts. Nein! Okay. Ernsthaft, das ist das? Das ist die Challenge? Das ist jetzt nicht wirklich schwer. Kann wahrscheinlich nur schwer werden. Also komm, das geht ja gar nicht. Gut, wenn man Safe States hat, ja, aber ich meine, jetzt komm. Fuck. Ja, okay, das war jetzt Dummheit von mir, weil ich zu weit gelaufen bin. Schild! Schild! Der Stern ist in greifbarer Nähe. Schaffst du den Sprung? Oh je. Oh je, okay, jetzt könnte es wahrscheinlich ein bisschen nervig sein. Oh, what the fuck ist die. Was ist die Kiste? Was ist die Kiste? Moment, was ist die Kiste? Ich habe ja Safe States. Ich kann ja kurz gucken, was die Kiste ist. Lügt mal also, Spiel? Ist hier also doch noch ein Stern? Nur ist nur ein Leben. Okay, brauche ich nicht. Okay, geil. Gut, dann muss ich nur hier und dann hier und dann hier und dann perfekt, wir haben den Stern! Ja! Jawohl, Challenge accepted and Challenge complete, denke ich mal, ja. Ein Bonus-Stern. Geil, dann müssen wir hier dann in die Welt auch nicht mehr rein. Dann machen wir jetzt, glaube ich, mal die 8 roten Münzen, wo ich, glaube ich, noch nicht gemacht habe, wenn es hier überhaupt welche gibt. Ich glaube, ja. Ich glaube, wir müssen es noch 8 rote Münzen geben. Die machen wir einfach mal. Wenn ich jetzt wüsste, wo eine wäre, dann. Also, ich bin mir sicher, hier waren rote Münzen. Da ist was Rotes, ja. Aber das wollte ich nicht haben. Jetzt müssen wir gerade gucken. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also ich sehe jetzt gerade zur Zeit gerade gar keine rote Münze. Es kann auch sein, dass sie gar keine ist. Ich gehe einfach mal kurz auf das Dach da drüben. Und auf diese komische Insel da drüben, wo auch noch da gewesen ist. Gib mir mal. Ich gehe erstmal hier hin. Vielleicht haben wir hier auch noch was Schönes. Hier haben wir ein Schild. Ich kenne ein nasses Geheimnis. Ich kenne ein nasses Geheimnis. Ich habe mitbekommen, dass es 5 Sterne in einem Level gibt, das mit Bosses Wasserschloss betitelt ist. Schön, I don't give a shit. Wahrscheinlich habe ich die Aufgabe eh schon. Also auf jeden Fall, ich glaube, es sieht so aus, als wären hier keine 8 roten Münzen dann. Oh, hallo Schild. Wenn mir jetzt das Schild sagt, oh Trollface. Psst, ich kenne ein gefährliches Geheimnis. Ich habe gehört, es soll 4 Sterne in einem Level namens Bowser's Albtraum Schlachtfeld geben. Was für ein langer Name. Ja, sehr schön. Aber ich glaube, die habe ich eh alle und außerdem, ich habe jetzt auch keine Lust, die jetzt einfach normal zu suchen. Und es gibt keine 8 roten Münzen, so wie es aussieht. Von daher können wir auch hier gleich. Ich. Wow, Moment mal. Wow, Moment. Würfel? Ja. Okay, na. Schmelztiegel-Tresor. Luminionsphäre. Okay. Leute, ich glaube mal, das ist Ende.
Ich glaub mal, wir sind am Ende angekommen. Wir können jetzt in die Welt reingehen. Wie heißt die Welt nochmal? Umbrusphäre, ja genau. In die Welt gehen wir jetzt noch rein, gucken, ob wir da noch ein paar Sterne rauskriegen können. Und dann würde ich sagen, was ist das? Der gleiche Platz erneut? Ja. Das ist eigentlich... Umbrusphäre ist eigentlich genau das gleiche wie Luminiumsphäre, nur auf den Kopf gestellt. Willkommen in der Umbrusphäre, dem mechanischen Tempel der Finsternis. Keine Kostenrückerstattung für diejenigen, die in die endlosen Tiefen fallen. Ihr Bitches. Und da drüben sehe ich, glaube ich, schon einen Stern. Da funkelt ein Stern. Okay, auf jeden Fall, das ist hier dumm. Ja, ich lasse mich einfach erstmal in den Tod stürzen. Aus dem Grund, weil ich jetzt nicht weiß, wo ich zum letzten Mal gespeichert habe. Und ich habe jetzt keine Lust, mich irgendwie nochmal aufzuregen über Sachen. Übersochen. Wie habe ich jetzt gerade Sachen gesagt? Übersochen. Ich möchte mich nicht über Sachen aufregen. Das war jetzt eigentlich nicht beabsichtigt, dass ich Sachen sage. Ich bin einfach so gekommen. Egal, gehen wir nochmal zurück in die Welt. Versuchen, ob wir da ein paar Stellen reinklatschen können. Rausklatschen können, meine ich. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon mit dem Projekt dann auch. Eieiei, das kann es ja nicht sein. Ja, ich sehe schon, wie es aussieht. Hey, Moment mal. Oh ja, doch, das ist die Welt auf dem Kopf. Ich dachte gerade, hä? Ich hab da, ich lerne, ne? So. Dann würde ich mal sagen, machen wir diese Welt einfach mal. Probieren wir einfach mal, ob wir was rauskriegen, wie gesagt schon. Und ich möchte da gerne hoch! Okay. Ich bin oben und, ach du Gott. Ja, wie gesagt, die Welt steht ein bisschen auf dem Kopf. So, hier sind ja noch diese hässlichen Kisten, die sind so komische Geheimniskisten-Dinger. Oder auch nicht. Ich dachte eigentlich ja, aber anscheinend nicht. Ist hier irgendwas, was ich gebrauchen könnte? Wahrscheinlich da drüben. Ich probiere einfach mal ein paar Sterne rauszuklappern und wie gesagt, wahrscheinlich wird es nur einer sein. Aber hey, wenigstens überhaupt ein Stand dann. Ja. Aber sowas, auf sowas muss man auch erstmal kommen und ich glaube mal, ich weiß jetzt nicht, wie schwer das gewesen ist, die Welt zu kreieren, so dass es, dass die Welt funktioniert, dass wenn auf dem Kopf und, also dass sie richtig so funktioniert, aber auch so funktioniert, wenn es auf dem Kopf ist. Also ich glaube mal, das wird wahrscheinlich nicht so leicht gewesen sein. Denke ich jetzt mal. Und ich glaube mal, hier war ein Stern. Ja, ich glaube mal, hier war ein Stern. Ich glaube, der war nervig. Ja, da muss man nämlich so einen komischen Sprung darüber machen. Das ist nervig. Nein, ich will da hoch. Darüber meine ich. Hältete. Ja, das ist. That's kinda annoying. Genau. Warte mal, kann ich nicht hier. Okay, kann ich nicht. Das ist dumm. Dummer Gedanke, okay. Hältete! Nein. Ich glaube, ich darf nicht zu weit. Moment mal, befindet sich der Stern nicht hier? Ja, genau, auf der Seite. Ja, genau. Ja! Ja, ich versuche vielleicht jetzt mal den Stern vielleicht von der Seite so vielleicht zu bekommen. Aber so wie es aussieht, bekomme ich den nicht so. Wow, Moment! Moment. Ach du Scheiße, Moment mal, ich kann mir ja den Stern. Ich kann den Stern mir da unten so ercheaten, geil. LOL. Nein! Wenn ich so blöd wäre und nicht da runterfallen würde, kann das ja tausendmal. Komm schon! Nein! La, la, la! Nein! Ich möchte perfekt auf den Stern bitteschön landen, damit ich den gleich schnappen kann. Komm und schnapp sie! Fuck! Es lägt immer mal wieder, aber es liegt am Laden. Ich will doch nur mir den Stern da holen. Ich will doch mir nur ein Stern in dieser Welt holen. Yes! 123. Perfekt. Zwar total unnötig gemacht, kann es halt immer nur da runter zu springen, aber egal. Habe ich mir wenigstens ein bisschen einfacher gemacht. Und ja, Kamera-Zooming. Jawohl, dann haben wir einen Stern da schon mal. Ich glaube mal, wahrscheinlich werde ich aus der Welt mehr Sterne rauskriegen als aus der anderen Welt.
Weiß nicht warum, aber ist einfach so. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich willst du das Spiel einfach so. So nö. Wahrscheinlich liegt es daran, weil das die Welt der Finsternis ist und mein Name Dark Soul 1800 ist. Wahrscheinlich hat das damit was zu tun. Leute, nee, denkt mal darüber nach. Wahrscheinlich hat das wirklich was damit zu tun. Verdammt. Nein! Oh! Also ich meine jetzt durch die Sterne sammeln. Ich meine jetzt nicht durch mein Skill. Mein Skill ist wahrscheinlich noch immer so scheiße wie sonst, aber ich meine, durch Sterne sammeln könnte es wahrscheinlich besser sein. Jawohl. Wahrscheinlich nur um einen Stern mehr. hier wollte ich jetzt nicht hin. Das ist wahrscheinlich eh nur Wandsprung-Albtraum. Wandsprung-Albtraum des Todes. Warum nennt man nicht gleich schon so einen Stern einen so einen Dai-Di-Doi? Was? Hey, Goomba! Bitches. Hey, Bitches, ich räum mal auf. Oi, oi, das war dumm. Warum springe ich einfach nicht so rüber? Das passt doch auch. Ach, Lucky, du. Geh mir nicht wieder auf den Sorg. Ja, knallst mal gegen die Wand da. Au. Jetzt kommt man auf einmal wieder. Jetzt will man auf einmal wieder Stress. Das. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es doch funktioniert so. Okay, anscheinend nicht. Nein. Na gut, dann mache ich es halt eben so, wie man es wahrscheinlich machen sollte. Es war wahrscheinlich jetzt ein bisschen nervig, aber naja, muss ich halt leider machen. Oh, komm. Nein! Oh Gott, das wird richtig nervig. Ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt machen soll. Das ist doch blöd. Ja, weil man doch ganze Zeit immer da an der Wand dann auch immer so blöd festhängt. Ich speichere es mal so, damit sie nicht jedes Mal einen Weg mehr laufen. Ja, ja, nein! Nein! Scheiße, das war ganz knapp. Nein! Nein! Verdammt! Nein! Das muss anscheinend so funktionieren. Ich weiß es nicht, aber ich glaube ja. Moment mal, kann ich nicht auch einfach. Moment. Kann ich nicht einfach so machen? Nein. Okay, geht nicht. Nein. Ah, ganz knapp immer. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es das immer knapp ist oder nicht knapp. Na? Oh, du blöder. Lakitu Kaki, Papi, du Pup. Lakitu, sei ruhig. Nein, Wand! Nein. Jetzt hat nein. Fuck. Wow! Lakitu, was geht mit dir? Ja, Lakitu, was ging mit dir ab? Okay, jetzt hält schon mal die Fresse. Okay, Junge, das geht mir jetzt echt auf den Sack. Ein komisches Rumgefetze. Ah! Geil. So kann man es auch machen. Nein. Moment mal. Nein. Warum probiere ich es nicht einfach auch mal mit Doppelsprung? Ja. Das könnte wahrscheinlich auch eine Lösung sein. Ja. Wenn man auch noch dann rüberkommt. Nein! Nein! Okay, Moment. Ich muss nochmal hier einfach abspeichern. So. Jetzt hat. Jawohl! Yes! Es hat funktioniert. Wahrscheinlich muss man es auch so machen. Rückwärts so rüberspringen und dann. Jawohl. Ich glaube, mal so habe ich es. Okay. Okay, ich glaube mal, so muss es funktionieren. Okay, ich glaube, ich hab's jetzt. Oh, ich glaube, ich hab's jetzt. Okay, jetzt muss ich es aber nur noch richtig perfekt machen. Kannst du bitte von der Wand weggehen?
Nein. Nein! Hä? Hä, ne? Nein.